30 Folgen. Hammer! 24 Angler. Yes! 4 Gruppen. No Schneider. 3 Zielfische. Alter, wie geil ist das? Ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zur viertletzten Sendung des YouTube Predator Cup 2020. Heute zeigen wir euch das Hinspiel des Halbfinals zwischen Herbert Ziereis, der für Hikes antritt, und Mark Patschowski, der die Marke Ilex repräsentiert. Herbert kam als souveräner Sieger der Gruppe B ins Viertelfinale, indem er sich in 2 fischarmen Partien gegen den Franzosen Frédéric Julien durchsetzte. Marc gewann zunächst spektakulär die Gruppe D und auch im Viertelfinale gegen den Schweizer Markus von Oy konnte er viele gute Fische fangen, die ihm für den Einzug ins Halbfinale reichten. Liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer, herzlich willkommen zum Hinspiel zwischen Herbert Ziereis und Marc Patowski. Und Marc, du hast heute als erstes das Recht, den Spot zu entscheiden. Hast du ein gutes Gefühl? Ja, ich denke, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe mir einen schönen Spot ausgesucht. Ich denke, wir werden beide Fische fangen. Habe ich ja so ein verbissener Terrier, habe ich schon gehört. Genau. Aber ich denke, es wird Fisch kommen auf jeden Fall. Das ist wichtig und den Rest sehen wir dann später. Also Männers, viel Erfolg. Okay. Der erste Wurf. Los geht's. Petri, Herbie. Ja, Petri. Gott, das will ich so weit drüber. Im ersten Wurf gleich mal Abriss vielleicht. Knoten hält auf jeden Fall. Geht gut los. Ja, ist ganz schön Dampf drauf. Das war jetzt auch nicht wirklich der Plan, hier gleich mal abzureißen. Aber im ersten Wurf abgerissen und während ich jetzt mein Vorfach neu anknote, wird Herbie gleich einen Fisch fangen. Ja, auf alle Fälle hat der ein paar Tricks auf Lager, das ist wohl von Haus aus klar, wie jeder von uns ein paar Tricks auf Lager hat. Wir sind da jetzt an unserem komischen Platz da. Jetzt einschätzen, wo man da überhaupt die Kontakte, wenn man da noch nicht da war, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Aber ich habe jetzt schon den Namen Terrier gekriegt von denen. Also ich werde auf alle Fälle genau schauen, was die machen und deren und wer sie verfolgen. Und wir werden dann sehen, wo dann letztendlich an dem Spot die Fische gefangen werden und wie und ob, ja. Also ich schätze Herbie wirklich sehr stark ein. Er hat ja letztes Jahr schon bewiesen, dass er angeln kann und dass er sich auf viele verschiedene Situationen einstellen kann. Ich kann es noch gar nicht so richtig sagen. Ich muss jetzt mal abwarten, wie es hier bei uns läuft in dem Match und dann... Diesen Spot hier dürfte sicherlich noch der ein oder andere aus dem Viertelfinale kennen. Hier hat nämlich Marc schon gegen Fonso gefischt und wie wir wissen, ist hier mit allen 3 Fischarten zu rechnen. Marc, Petri, heil. Petri, danke, Herbert. Kein Riese. Aber immerhin mal Kontakt. Der sollte 22 haben, schätze ich. Ja. Noch mal Wasser. Bitteschön. 25. Ja, ein 25er Barsch, kein Riese, aber ich freue mich, mein erster Fisch für heute. Es gibt 50 Punkte und Herbie schmeißt schon in Richtung Barsche. Ich hole mir jetzt auch mal rein.
Die ersten Punkte dieses Halbfinals, 50-0 für Marc. Also ich bin jetzt gerade gefragt worden, ob mir der Barsch Sorgen macht, aber in keiner Art und Weise. Wieder so ein Kaliber. Direkt im nächsten Wurf, ne? Ja, direkt im nächsten Wurf tatsächlich. Ich glaube, der ist 2 cm länger vielleicht. Ne, da geht er drüber. 28. 28 cm. Ja, 28er Barsch. Zwar kleine Fische, also sind natürlich schöne Fische, aber trotzdem keine Riesenbarsche, aber ich freue mich. Gucken, ob ich noch einen kriege. Wieder kein Riese, aber wieder gibt es Punkte. 106-0. Solange sie so groß sind, machen wir die keine Sorgen. Da kann er noch 10 fangen. Aber wenn sie mal über 40 gehen, dann sind es natürlich schon extrem viele Punkte. Aber wir haben ja 2 Tage. Also 2 Barsche kamen jetzt eigentlich Wurf auf Wurf. Angeln tue ich schon mit dem Derakub. Ich hatte vorher noch, ich meine, einen Fehlbiss gehabt zu haben. Und konnte dann 2 Stück landen. Also wie gesagt, so ein kleiner Jigspinner von uns, von Ilex, der Derakub. Ich habe auch schon gehört, der hat hier im Turnier auch anderen Leuten schon viele Fische gebracht. Also das ist wirklich ein Köder, den vertraue ich zu 100%, wenn es auf Barsche geht. Und ich hoffe, dass jetzt gleich noch einer kommt. Also ich habe jetzt gewechselt, meine Montage. Und zwar, wo ich jetzt mit so einem Kickback-Rig einen Fisch fange. Und das Schöne ist, dass man da eine Blei bestimmen kann, einfach mit Einhänger, wie man das gern braucht oder wie viel Strömung das da ist. Und jetzt versuche ich einmal einen Barsch zu fangen. Ein bisschen nachkontern, nicht, dass der Markt davonzieht in den weiten Wellen. Ich glaube, hier müssen wir nicht messen, oder? Ach, ich halte ihn mal dran, aber ich glaube. Release. Leider viel zu kurz. Aber es gab mal wieder Fisch. Aber auch die Zander. Nur in den Derakus. Mir wäre es lieber, es wäre ein Barsch von 37 gewesen. Das ist jetzt ganz einfach. Wir machen jetzt einfach einen Diebstahl. Wir klauen jetzt am Park alle Derakus, die er dabei hat. Und dann fischen wir weiter. Also mal wegschauen. Wenn jetzt gleich ein Zander hochkommt, habe ich. Petri, danke, Herbert. Na, das ist doch mal eine bessere Größe, glaube ich, oder? Er ist ein bisschen größer, ja. Ich denke, der hat die 30 geknackt. Petri, Marc. Vorne dran und halb, das heißt, es ist 34. 34, ja. So, die Barsche werden langsam größer. Slowly but steady. Ach, ich freue mich.
und ich hoffe, ich kriege jetzt noch einen. Und der Deraku hat schon wieder gerichtet. Und einmal Fahrstuhl ins kühle Nass. Der vierte Fisch auf Jigspinner, der dritte, der in die Wertung geht. Obwohl Mark hier nun schon deutlich in Führung liegt, vertraut Herbert seinen eigenen Methoden und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Das waren jetzt nochmal 68 Punkte, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe im Kopf. Ich glaube, mal zwei kriege ich noch hin. Ist natürlich kein Grund, irgendwie zu sagen, jawohl, es läuft. Es läuft natürlich, aber sicher fühle ich mich damit noch nicht. Der Herbert kann jeden Moment zuschlagen, die Stelle ist gut, hier sind Fische. Und ich bin mir sicher, dass Herbert auch gleich einen Fisch fangen wird. Der Marc ist sehr blöd, der weiß genau, was er tut. Und der weiß, dass der Deraku da gut fängt. Und ja, ist halt so. Ich habe auch noch einen Platz, wo er Methode gut fängt. Also von daher fischen wir halt jetzt mal so ein bisschen weiter. Es ist schon wieder soweit. Bald steht Weihnachten vor der Tür. Dieses Jahr haben wir erstmalig spezielle Weihnachtsangebote für euch vorbereitet. Und weil Weihnachten das Fest des Schenkens ist, gibt es auch von uns etwas geschenkt. Eine speziell angefertigte, limitierte Weihnachtsbox mit Angelprodukten und Süßigkeiten im Wert von über 100 Euro gibt es bereits ab 79,99 €. Und auch die vier Gutscheinvarianten bekommt ihr im Hinblick auf Weihnachten ausnahmsweise zum Spezialpreis. Es gibt den 50-Euro-Gutschein für 45 Euro, 100 für 90, 150 für 135 und den 200-Euro-Gutschein bereits für 180 Flocken. Diese Produkte sind garantiert eine große Freude für jeden Raubfischangler. So wird das sicher ein schönes Fest. Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Zwei Stunden sind rum, Marc hat drei Fische in der Wertung, ein Zander war leider untermaßig und für Herbert ist es im Moment eher eine Materialschlacht. Marc hadert gerade mit sich selbst, ob er den Spot wechseln will oder nicht, aber fragen wir ihn doch einfach mal selber. An meinem Spot ist jetzt Halbzeit. Es lief jetzt nicht wirklich schlecht, aber ich glaube mit so drei etwas kleineren Barschen kann man sich bei Weitem noch nicht sicher fühlen. Ich habe eventuell noch einen Plan B, um Zander zu kriegen. Ich weiß aber nicht, ob wir da hinfahren, weil es wäre ein ganzes Stück mal zu fahren. Da verliere ich jede Menge Angelzeit. Ich versuche jetzt erstmal hiermit noch einen Zander zu kriegen. Oder vielleicht auch einen Barsch. Und versuche hier irgendwie meine Fische voll zu machen, zumindest Zander und Barsch. Und ich habe keinen Plan. Naja, ich habe keinen Deraku nicht. Und versuche verzweifelt mit einer anderen Methode da einen Fisch zu fangen. Aber bis jetzt gelingt mir das noch nicht so richtig. Aber naja. Also wir haben ja noch eineinhalb Stunden, glaube ich, zum Fischen an den Spot. Aber ich muss natürlich heute überlegen, wo ich in Zone B danach gehe zum Angeln. Und da ich letztes Mal eine Route stehen lassen habe an einem Spot, wo wir letztes Mal auf Hecht gefischt haben, werde ich vielleicht da hinfahren oder mir eigentlich ziemlich bestimmt. Und schauen erstens einmal, ob die Route noch da ist und zweitens einmal, ob da vielleicht jetzt dieses Mal ein Hecht steht. Das wird mein Plan sein. Fisch. Weg! Scheiße! Scheibengleister. Weg ist er. Findest du das schlimm? Ich find's schlimm. Wenn ich aber nicht so schlimm finde. Ich kann dich verstehen, Herbert. Ah, Mist, der war gut, der Fisch.
it is one. Tja, aber auf. Ist er weg, der Hecht. Ich hab's gespannt, weil er noch mal gekupft ist und hat das Maul so auf da. Aber von der Position muss man ja den Fisch irgendwo über Wasser bringen. Man kann ihn nicht nach unten drücken, aber naja. Ein verlorener Hecht. Das ist bitter. Also, so wie ich das jetzt letztes Mal gesagt habe, der Marc freut sich jetzt, dass er weg ist. Aber ich muss gestehen, Herbert hat recht, ich bin natürlich nicht traurig, dass er den Hecht verloren hat. Aber er hat recht, die Fische hier zu landen ist eine ziemlich bescheidene Situation, es ist nicht so einfach. Das Geländer ist hier so hoch, dann zu keschern, das ist alles nicht so leicht, aber ehrlich gesagt war das, glaube ich, tatsächlich, ich glaube es nicht, ich weiß, es war ein Plan meiner Taktik, Herbie hier vielleicht irgendwie ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, wenn er einen Fisch drauf hat mit dem Landen. Es hat geklappt, ich hoffe, es bleibt jetzt dabei und er fängt nicht noch ein. Des einen Leid, des anderen Freud. Wer fängt den nächsten Fisch? In meiner Zeit habe ich sehr viel die Route Wild and Docile aus der neuen Night Shadow Serie gefischt. Die Route ist 2,10 Meter lang und hat ein Wurfgewicht bis 14 Gramm. Braucht euch da aber auch keine Sorgen machen, wenn ihr mal einen 12 Gramm Kopf angelt mit einem 10er Gummi oder was, das kann die Ruten noch sehr gut weg. Für mich ist es wirklich die perfekte Barschroute, egal ob vom Ufer oder vom Boot. Diese Route ist sehr, sehr vielseitig, ihr könnt viele verschiedene Köder damit angeln, also egal ob ihr Twitchbaits angeln wollt, Chickköpfe, also kleine Gummis vom Chickkopf, auch Wobbler, Crankbaits, Twitchbaits, Topwater, da könnt ihr wirklich alles mit abdecken. Hat auch ein sehr großes Spektrum, was Wurfgewicht angeht, was die Barschangler angeht. Und hat eine sehr sensible Spitze. Das ist wichtig, um einmal um den Köder zu animieren. Und zum anderen, dass der Fisch den Köder auch einsaugen kann und später gut hängt. Hat aber auch jede Menge Rückgrat, um mal einen größeren Fisch, wie einen Hecht oder einen großen Zander zu drillen. Und wenn ich mich wirklich für eine Route zum Barschangeln entscheiden müsste, wäre es die hier. Das hat Vorrat. Yes! Noch ist er nicht oben. Ja, ja, die hat die Kette gemacht. Oh, das könnte eventuell ein wichtiger Fisch werden heute. Oh, ich bin happy. Ich habe heute schon einen Fisch verloren, schon einen Hecht verloren. Herbie hat einen Hecht verloren. Oh, den werden wir jetzt schon messen. Ein bisschen haben sie dann. Ja, ich bin jetzt hochgegangen zum Messen. Mir ist es da unten auf diesem Betonsteg da viel zu gefährlich. Also wie ihr seht, die Rute kann auch Hechte. Ist kein Riese, aber immerhin. Ja, wir messen ihn jetzt erstmal. 6 Minuten vor Schluss haut Marc hier nochmal einen raus. Mega. Warte mal halt. Ist er angelegt noch? Ja. Ja, 76. 76. 76 Zentimeter. Oh, sehr geil. Yes! Ach, ich freue mich richtig über den Fisch. Also das ist nicht meine Schnur, was hier aus dem Hals hängt, das muss noch von irgendeinem anderen Angler sein. Der Haken ist verschwunden, ich werde ihm jetzt mal die Schnur noch etwas kürzer abschneiden und er wollte wieder den Deraku. Und Schluss. Stark, richtig gut. Ja, danke und danke an den Hecht. Was sagt die Zeit? 1 Minute noch. Einen Wurf kannst du noch machen, komm. Herberts Hecht steigt vor dem Kescher aus. Marc netzt seinen ein.
Die zweite Fischart, der vierte Wertungsfisch und mittlerweile satte 250 Punkte Vorsprung. Wird Herbert nun endlich nervös? Beim ersten Tag ist das alles noch verkraftbar. Wenn das natürlich morgen dann auch so bleibt, dann ist natürlich das schlecht. Aber der einzige Vorteil ist, dass ich jeden Spot von mir anfischen kann, weil so schnell wäre ich ja Markt nicht einholen. Und damit fahren wir morgen natürlich nur Spots von mir und dann schauen wir mal, wie gut dass die Spots wirklich sind. Und naja, was will man da dazu sagen? Bis jetzt bin ich einigermaßen happy im händigischen Führung. Bist du wahnsinnig? Ja, aber einigermaßen, sagt er. Du hattest doch auch deine Chancen. Ja, die Chancen. Also ich habe zwei Chancen und der Marc hat vier Fische gefangen. Also ich weiß nicht, einigermaßen zufrieden ist er. Ich glaube, bei dir muss man vorlegen. Nein. Achso, ja, das schon. Also da hast du jetzt allerdings recht. Aber ich bin mal gespannt, wo du mich jetzt hinführst. Da kenne ich mich ja auch nicht aus. Ja, also ich bin jetzt einmal, ich versuche eine Angel zu finden, mit der wo ich dann einen großen Hecht fange. Das ist jetzt unser nächstes Ziel. Angekommen an Herberts erster Stelle, wird beim Aufbauen noch ein wenig über die erste Hälfte gefachsimpelt. Alter, kann ich dir ja sagen, was ich tue, oder? Das stimmt, ja. Das war jetzt ein guter Witz, gell? Aber Marc, also in der Kupp würde ich schon gern dann hinhängen. So. Hast du welche? Nein, ich hab keine. Ich brauche keine. Ich krieg heute noch Schickspieler geliefert, aber mir ist das alles ein bisschen schnell gegangen. Ich habe natürlich das auch erfahren, dass das was war, aber naja, ich muss das alles morgen aufholen. Auf geht's in die zweite Halbzeit des heutigen Tages. Erster Wurf. So, Herbie wirkt an seinem ersten Spot nicht gerade so zufrieden. Herbie, was ist da los? Kraut ohne Ende. Bei jedem Wurf habe ich irgendein Kraut dort. Jetzt habe ich zwar einen ganz kleinen Köder drauf, da muss ich wieder einen Chick haken, dass ich weniger Kraut einfammelt. Weil das war eigentlich ein guter Hechtplatz. Aber ich glaube, ich werde da nicht lang fischen. Warten wir fahren. Auf geht's zum nächsten Spot. Ich hoffe mal, dass da mehr geht. Schreibt ihr doch mal euren Favoriten für den Einzug ins Finale unten in die Kommentare. Wir haben jetzt den Spot gewechselt und sind an dem Spot, an dem Herbert vor zwei Tagen seine Route vergessen hat. Wir haben gerade in der Mittagspause eine kleine Wette gemacht. Herbert hat gesagt, die Route liegt ja noch. Drei andere haben gesagt, also unter anderem ich, dass sie auf jeden Fall weg ist. Und jetzt gucken wir mal, ob sie noch da liegt oder nicht. Und natürlich auch, ob hier nochmal ein Fisch gefangen wird oder nicht. Schauen wir mal, ob mehr Angeln noch. Ja! Ja! Du warst von geil, ey. Bist du gelähmt? Das ist super. Also Marc, was habe ich gesagt, mit der wäre jetzt dann 1,20 Meter Hecht gefahren, oder? Vielleicht nicht heute, aber... Also normal ist dein Glück damit aufgebraucht, Herbert. Aber wer soll da schon herkommen und da fischen? Also. Unglaubliches Glück. Ja, ich hoffe, dass Herbert jetzt genauso viel Glück beim Angeln hat und Marc natürlich auch. Und bin gespannt, ob jetzt hier was geht. Herbert hat seine geliebte Route wieder.
Hat er damit sein Glück aufgebraucht oder gibt ihm das den nötigen Rückenwind? Wir sind jetzt beim Spot von Herbie angekommen. Ich hatte im Auto schon auf dem Herweg kurz mit Fred telefoniert. Wir haben jetzt zusammengeangelt und habe Fred versucht ein bisschen auszufragen, was er denkt, wo die Fische sind und was Herbert machen wird. Herbert hat genau das gemacht, wahrscheinlich was auch bei Fred gemacht hat. Fred meint, der stellt sich da vorne auf die Spitze und schmeißt immer Richtung Öffnung und diesen Hundspullern da. Hier ist mit Sicherheit Fisch. Ich meine, ich kenne den Spot nicht, ich kenne die Gegend hier ganz gar nicht. Willubumeer war schon nie fischen, aber ich schätze hier als Hecht an der Barsch. Hier kann man wahrscheinlich alles fangen. Ich glaube, ihr werdet es auf dem Hecht abgesehen haben. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen am Ufer an der Krautkante im Spinnerbait vielleicht einen Hecht zu fangen. Also hier wird Fisch kommen. Die Frage ist nur bei wem. Also lang bleiben wir an dem Platz nieder. Weil der Fisch hätte schon beißen müssen, wenn wir gekommen sind. Fünf Würfe und dann muss der da sein. Und meine Angelrouten habe ich ja gefunden. Und jetzt werden wir auf Rotterdam fahren und da noch einen Zander fangen. Weil der Marc braucht eh noch einen Zander, hat er gesagt. Also fahren wir mal da hin, dass der Marc seinen Zander noch fängt. Und dass er voll ist und ich vielleicht einen Zander gefangen habe. Dann habe ich wenigstens morgen ein bisschen einen Start, dass ich nicht alle drei Fische fangen muss. Und das probiere ich jetzt, glaube ich. Ich werfe zwar jetzt noch ein paar Minuten mit dem kleinen Köder nochmal, aber so wird mein Plan sein für heute. Ich habe gerade gehört, Herbert will nach Rotterdam, dass ich mal einen Zander fangen kann. Freut mich natürlich, ob heute wirklich Zander wieder ist. Ich weiß nicht, ich habe die Tide auch ehrlich gesagt nicht gecheckt. Ja, cool, aber Rotterdam, ich freue mich. So Streetfishing und so. Habe ich schon viel gemacht vom Ufer. Ich kenne mich in Rotterdam auch tatsächlich ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, wo er mich hinführt. Vielleicht kenne ich mich in der Ecke natürlich nicht aus. Ja, ich bin gespannt. Die ersten Krebse von Monkey Lures sind da. Und zwar ist der Krabby Louie in 10 cm und in 7,5 cm seit Freitag im Handel. Und wir feiern das Ganze und es gibt ein fettes Guiding. Es geht auf 45 plus Barsche und das Guiding geht so lange, bis der Gast auch seine dicke Kirsche gefangen hat. Also Leute, checkt die mal ab. Alle Infos findest du in der Videobeschreibung. Ciao. So really exciting new this year for Berkeley is the Sneak Shad. Sneak Shad is a power bait centered soft bait with a nice paddle tail that moves on the lower speed, so you can really fish this with a very light jig head. Comes in three different sizes, the 11 centimeter, 8 centimeter and 5 centimeter. 10 different beautiful catching colors, really lifelike action and a really beautiful shape in the water. So go check them out. Wir sind angekommen in Rotterdam. Zuerst mal freue ich mich wieder hier zu sein. Ich war schon lange nicht mehr in Rotterdam. Ich kenne mich hier ziemlich gut aus und habe gesehen, hier ist ganz schön Strömung drauf. Das Wasser ist hoch, die Fische sind aktiv. Wir sind vor Herbie angekommen. Herbie ist gerade angekommen. Aber ich glaube, Herbie hat das Ganze geplant. Er hat seinen Hechtspots ein bisschen geangelt. Er wusste, dass hier Strömung ist. Er hat die Tide vorher gecheckt. Ich glaube, das ist ein abgekartetes Spiel. Okay, wir sind jetzt in Rotterdam angekommen. Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, wie jetzt auf der Autobahn ausgerechnet, weil da haben wir ausgerechnet, das war bloß nur 19 Minuten. Das war dann eine ganz schnelle Nummer geworden. Aber jetzt haben wir doch noch ein paar Minuten mehr. Und mein Plan ist jetzt,
ich muss jetzt einen Zander fangen oder ich möchte einen Zander fangen. Wobei der Marc auch anfangen wird. Also, okay, das kann man nicht so genau bestimmen. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt meinen Spätzle abholen. Also heute ist ein konfuser Tag, aber für manche ist das nicht so einleuchtend, aber wir haben jetzt eine Woche voll Wettkampf, gestern zwei Tage volle Kanne Wettkampf, dann Ferienhaus und so, das ist alles nur bis Montag gebucht gewesen, weil man weiß ja nicht, ob man weiterkommt oder nicht. Die Sachlage ist die, wir wissen heute noch nicht einmal, wo ich heute schlafen werde. Und zweitens einmal habe ich gestern einen Spätzle angerufen, der noch kommt, dass wir dann auch zu zweit daheim fahren können. Und wenn ich jetzt noch mehrere längere Tage noch fischen kann, dann brauche ich da natürlich auch noch ein bisschen Unterstützung. Und ja, das war jetzt ein bisschen viel. Und zwar Ferienhaus aufräumen, Schlüssel abgeben und alles Mögliche. Gestern erst um 12 Uhr ins Bett. Das heißt, ich habe erst ein paar Stunden geschlafen. Und darum ist der Tag vielleicht nicht optimal heute, aber ich muss ihn halt dann morgen reißen, den Tag. Was für ein krasser Spotwechsel. Herbert hat es gerade in Kauf genommen, 1 Stunde 20 zu fahren, um an diesen Spot zu kommen. Und sein Plan ist es jetzt, einen Zander zu fangen. Ja, das klappt, werden wir sehen. Ich würde es beiden wünschen. Und vielleicht kennt den Spot der ein oder andere aus dem Viertelfinale von Fred gegen Herbert. Hier hat Fred gefischt und auch einen Fisch verloren. Allerdings war das Wasser hier zu diesem Zeitpunkt dann deutlich niedriger. Also jetzt kommt man ganz normal mit jedem Kescher hier an die Fische und ich hoffe, dass wir gleich auch einen Fisch im Kescher haben werden. Das könnte knapp werden. Danke, Herbie. Ich glaube, der schafft's. Der schafft's. Warte, das macht man nass. Ja, das ist schon draußen. Und das an Herbie's ja. Spot. Ja. Da gerade, ja. Slide Touch. 45. 45. Sehr gut. Petri. Rotterdam, meine Perle. Ich bin zurück. Ich freue mich, hier zu sein. Ich lasse den Kerl schwimmen und hole mir noch einen. Das war jetzt ja nicht nach Plan, oder? Also man kann halt nichts machen, der Marc fängt mir andauernd die Fische weg. Also, naja. Aber ein guter Angler fängt an jeden Platz, gell, Marc? Ja, kam wie im Match gegen Fonso auch Schenganki Biss in der 12 cm Variante. Gleiche Theorie, wie ich schon erklärt habe. Ich habe hier noch, hier sieht man es noch, ich habe ordentlich Nitro Booster drauf geschmiert. Wollte ich jetzt gleich nochmal nachlegen. In dem trüben Wasser hier, es hat schon immer funktioniert. Geil. Marc holt sich seine dritte Fischart und setzt sich weiter ab. Kann Herbie wenigstens diesen Zander schnell kontern? Jeder Fisch wäre wichtig für morgen. Ja. Komm. Ein halber Zentimeter, scheiße. Ein halber Zentimeter zu wenig. Also Herbert ist hier gerade echt so ein bisschen, ja, würde ich sagen, verzweifelt, glaube ich. Wirkt auch ein bisschen angespannt. Er hat noch genau eine halbe Stunde. Hoffen wir mal, dass der nächste Fisch mindestens einen halben Zentimeter größer ist. Herbert hat jetzt auch einen Fisch gefangen. War ein untermaßiger, aber knapp untermaßig. Aber wie ich gesagt habe, also die Tiete passt. Ich glaube, 1-2 Fische werden hier noch kommen. Gegönnt hätte ich es ihm, aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich natürlich auch ein bisschen, dass er knapp untermaßig war. Ich meine, ich habe jetzt Herbert gut leiden gelernt, muss ich sagen, in den letzten paar Stunden. Aber trotzdem möchte ich natürlich ins Finale einziehen.
sieht richtig gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wie gutes Boot war das. Vielen Dank dafür. Alter Schwede. Alter Schwede. Ja, der war natürlich geil. Dieser 70er. Ja, knapp. Warte, wollen wir mal schnell wissen hier. Geil. Ist alt. Der hat 73. 73. Geil. Auf dem neuen Magic Finesse Shad. Boah, ein 73er Zander hier aus Rotterdam, mein zweitgrößter Zander aus Rotterdam. Ich freue mich tierisch, dann lassen wir jetzt schnell wieder schwimmen und damit habe ich meine 6 Fische endlich voll. Woo! Dann einmal wieder Fahrstuhl ins kühle Nass. Ja. Here she goes! Yes! Befreiung, 6er Fisch. Fühlt sich gut an. Das gibt's doch nicht. Mark bekommt seine 6 Wertungsfische bereits am ersten Tag komplett voll. Und der 6. Fisch ist zudem eine richtige Kanone. 73 cm sind beim Streetfishing alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und dann auch noch im Turnier kurz vor Ende der Partie. Ihm gelingt heute alles. Also wenn ich jetzt den 73er Zander und den anderen Zander... Das war der Plan gewesen, aber irgendwie die Plan, ich weiß nicht, ob der Marc überhaupt weiß, was wir für einen Plan überhaupt haben. Jetzt wird es natürlich verdammt schwierig, weil das ist natürlich ein super Wertungsfisch. Ja, der Zander kam auf einen relativ neuen Köder, und zwar auf den Ilex Magic Finesse Shad. Das ist quasi eine Abwandlung von unserem Slim Shad, der hat den gleichen Körper behalten, läuft aber hinten ganz schmal zu und hat so wie so ein kleines Herz als Schwanz. Dadurch hat der Köder selbst sehr wenig Aktion, aber der Schwanz läuft sehr hochfrequent und wie gesagt, das hatte mir im Training viele Fische gebracht, das hatte mir bei Fonso viele Fische gebracht und das hat mir heute einen 73er Zander gebracht. Ist auch geschlitzt, ihr könnt ihn auch im Offset fischen. Wie ihr seht, ich habe ordentlich Nitro Booster drauf geschmiert. Einfach geil. Den Spot, den Herbert hier ausgesucht hat, der hat sich zumindest für Marc als sehr glücklich erwiesen. Herbert hat leider bisher sehr, sehr viel Pech gehabt an diesem Spot. Hat auch gerade noch mal einen Hänger und ja, was soll man sagen? Also, das ist halt Angeln. Ihr kennt das. Manchmal hat man einfach Pech. Und das Gute ist für Herbert, er hat morgen nochmal einen ganzen Tag, um wirklich nochmal ja, aufzuschließen. Und vielleicht schließt er jetzt auch nochmal ganz kurz auf, denn er hat noch 10 Minuten. Also, wir sind jetzt gerade beim letzten Wurf. Und ich kann nur Marc gratulieren für den super Fischstock. Fisch! Nein, schau hier. Da ist weg! Scheiße! Also. Besser geht es ja nicht mehr. Aber es zeigt, er kann auch Pech haben. Und wenn er jetzt morgen so viel Pech hat wie ich heute, dann kann es vielleicht noch was werden. Also die Hoffnung habe ich mir auf alle Fälle noch nicht aufgeben. Das macht. Danke, Herbie. Aber trotzdem habe ich immer noch. Ich glaube, jetzt beißt er sich noch mehr fest, der Terrier, morgen. Und versucht alles rauszuholen. Mal schauen, wie es ausgeht. Ich habe auf jeden Fall ein komfortables Lead soweit. Komfortable Führung. Aber es ist irgendwie noch alles drin. Herbie, er ist bekannt für seine großen Hechtfänge und ich bin mal gespannt, was er morgen macht. Einschalten. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es ist schon verrückt, wie unterschiedlich so ein Angeltag verlaufen kann. Marc hat heute richtig abgeräumt. Herbert hatte eine Menge Pech. Aber morgen kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Und wir würden uns freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst ein Like da und abonniert auf jeden Fall den Kanal, um auch das Rückspiel der beiden nicht zu verpassen. Bis demnächst. Ciao. 403,4 zu 0. Ein unglaublicher Tag ist zu Ende.
Während Mark Paczowski so ziemlich alles gelang, musste Herbert Ziereis sich mit Aussteigern und untermaßigen Fischen rumplagen. Der Angelgott war heute sicherlich kein Bayer. Doch das kann im Rückspiel natürlich wieder völlig anders sein. Herbert hat 8 volle Stunden und nun auch wieder seine Glücksrute, um das Blatt noch zu wenden. Ciao!